Hallihallo, ich heiße Irina. Wir trainieren heute wieder zusammen mit Veronika. Hallo. Und wie ich letzte Woche versprochen habe, letztes Video, dass wir eine kleine Überraschung haben. Heute trainieren wir mit Gewichtsstangen. Full Body Workout mit Gewichtsstangen. Ich habe jetzt 4 Kilo. Es gibt noch mehr oder weniger. Oder du nimmst einfach einen Besen und damit kannst du auch trainieren. Wir fangen mit kleinem Warm-up an und deswegen stelle ich die Stange erstmal zur Seite. Marschier auf rechts. Einatmen, ein und aus. Einmal noch. Side to side, Schulterkreis. Beide. Nochmal im Wechsel. Ellenbogen. Arm hoch, Kreis. Oben diagonal. Nach vorne. Zur Seite. 4, 3, 2, Step Tuck. 4, 3, 2, Step Knee Lift. Nochmal Step Touch. Step Knee Lift. 4, 3, 2, Marschier. Bleib jetzt stehen. Rechtes Knie geht nach außen. Komm mit. 4, 3, 2. Jetzt nach innen. 4, 3, 2. Beinwechsel. 4, 3, 2. Auch hier nach innen. 2 noch. Wir bleiben hier vorne, gehen in den Squat. Kommen hoch, lang. Schön im Tempo. Tief, hoch. Tief, hoch. Noch 2. Letztes Mal. Bleib jetzt hier. Arme nach außen. Arme zusammen. Öffne, ich zeige von der Seite. Zusammen. Öffnen, schön rund. Letztes Mal. Bleib jetzt hier. Komm nach oben, sei ganz, ganz groß. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. 2 noch. Letztes Mal. Bleib wieder oben und lose. Locker, locker, locker. Wir sind soweit. Und jetzt kommen die Stangen. Bevor wir starten, eine kleine Einweisung. Wenn wir von unten nach oben gehen, in der Mitte ist immer Stopp. Dann gehen wir hoch, wieder tief und runter. Okay, erste Übung. Schulter weg von den Ohren, Spannung im Bauch. Wir gehen zu Bizeps. In 4, 3, 2, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bleib oben. Wir gehen hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ist alles fast mit 8. Letzter, beide zusammen und tief, hoch, nach oben, Mitte, tief, hoch, nach oben, Mitte. Pass sehr auf deinen Rücken auf, gerade halt. Noch 4, 3, Spannung im Bauch, 2 noch. Letztes Mal, bleib oben, Arme zur Seite, tief, hoch, tief, hoch. Wenn es unangenehm ist, dann mach die Arme noch weiter nach außen. Lass den Kopf gerade. Okay. Noch 4.
Drei, zwei, bleib jetzt hinten. Beine auf, Squat. Und acht, sieben, sechs, gerade Rücken. Fünf, vier, drei, zwei, letzte. Und jetzt wieder nach oben. Hoch, tief, Squat. Nochmal. Tief, Squat. Alles gut? Einfach weiter mitmachen. Perfekt. Noch vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Wir gehen hoch und wieder von vorne. Und tief, hoch, nach oben, hinten. Squat. Ja. Nochmal. Tief, hoch, nach oben, hinten. Squat. Klasse. Tief. Zwei noch. Letztes Mal. Immer noch schön fest. Und lösen. Wir gehen erstmal hoch, dann vor und tief. Und jetzt erst locker. Arme auslockern, Beine auslockern. Ja. Alles gut? Ja. So, nächste Übung. Und zwar, wir stellen einfach die Stange auf den Boden und gehen mit dem Lunge, lange, großer Ausfallschritt zur Seite und wieder zurück. Wir fangen nur mit rechts an, acht Stück, in vier, drei, zwei, schön zur Musik, kommt, tief, 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 vier, fünf, sechs, sieben, die letzte. Bein wechseln und tief, tief. Noch vier, zwei, beide zusammen, im Wechsel und tief. Klasse, du bist dabei, ne? Tief, tief. Letzte zwei. Nochmal. Letzter. Bleib hier nur mit rechts. Wir gehen nach hinten. Okay. Und tief. Tief. Oh, ich falle schon. Aber das ist die Stange gut. Noch vier, drei, zwei, mit links, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, in Wechsel und rechts, links, rechts, links, perfekt. Noch vier, drei und alles. Von vorne und tief, tief. Oh, ja, mein Fehler. Wir fangen nochmal, okay? Für mich. In vier, drei von jedem eins. Und tief, tief. Jetzt nach hinten natürlich. Nochmal. Ich wollte einfach nur mehr machen. Veronika war nicht einverstanden. Tief. Wenn du natürlich mehr möchtest, kannst du dieses Video anschließend nochmal durchdrehen. Ganz von vorne. Ja. Okay. Letztes Mal. Und hinten. Klasse! Kurz lockern,
Die letzte für heute. Leicht schulterbreit die Beine stellen. Handelt diese Stange ganz vorne, unten, Schulter weg von den Ohren. Spannung im Bauch. Der Rücken bleibt immer gerade. Wir gehen tief und hoch. Kommt zusammen. Tief. Tief. Langer Rücken. Noch vier. Aufpassen, ne? Drei. Zwei. Wir bleiben unten. Ellenbogen ran. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Schön nach hinten. Drei. Zwei. Und hoch. Von Anfang. Tief. Hoch. Tief nach oben. Tief. Ran. Tief. Nach oben. Ja. Toll. Rücken, Rücken halten. Noch vier. Drei. Zwei noch. Letztes Mal. Und jetzt Stange hoch. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Bleib unten. Komm zur Mitte. Nur rechts drehen. Schön im Tempo. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Versuch nur Oberkörper. Drei. Zwei. Und jetzt links. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Erst nach unten. Letzte beide Übungen zusammen. Nach oben. In vier. Drei. Von jedem einmal. Hoch. Tief. Mitte. Seite. Mitte. Seite, Mitte, tief, hoch, tief, Mitte, Seite, Mitte, Seite, Mitte, tief. Super. Aha, ich war bei der Mitte. Ich habe nicht ganz nach oben gemacht. Aber dafür ist Veronika da. Die macht schon alles richtig. Tief, hoch, Mitte, tief, Mitte. Ich brauche Feierabend. Tief, hoch, tief, Mitte. Noch einmal. Und hoch, tief, Mitte. Alles klar. Und jetzt alle Schritte, sage ich mal, zusammen. Ne? Alle Bewegungen. Und es geht los. Tief, ran, tief, hoch. Oben, tief, Mitte, drehen, Mitte, drehen, Mitte, tief, nach unten, ran, tief, hoch, wuhu, perfekt, Körper halten, tief, nach unten, hoch, tief, nach oben, klasse, nach nochmal nach unten, ne? Aber nochmal wollte ich sagen. Ja. Letztes Mal. Tief. Vor. Ran. Nach unten. Hoch. Hoch. Tief. Mitte. Drehen. Drehen. Und lösen. Klasse gemacht. Sehr gut. Noch zum Schluss. Locker mal deine Beine. Arme locker, einfach hoch, hoch fallen lassen. Anderer Arm, hoch fallen lassen. Und jetzt lassen wir erstmal den Stab vorne und mit rechts anheben. Bein kommt auf Knie und wir kommen nach hinten mit dem Po. Gerade Rücken halten. Dafür ist die Stange sehr gut. Vier.
Drei, zwei, lösen. Kurz lockern. Anderes Bein. Vorbereiten. Rauf. Vor nach hinten halten. Ganz fest. Noch ein bisschen. Vier, drei, zwei und wir kommen wieder zurück. Locker. Wir lassen erstmal die Stangen auf den Boden. Noch ein bisschen für die Arme. Rechter Arm geht nach hinten. Der gleiche Arm geht hoch zwischen den Schulterblättern und nach hinten schieben. Wir schauen aber gleichzeitig schön nach vorne. Vier, drei, zwei, beide Arme gehen hoch und locker. Perfekt. Wechseln. Anderer Arm. Sehr gut. Der Arm geht hoch. Hinten zwischen den Schulterblättern ist der die Hand und jetzt schieben wir weiter nach hinten und schauen trotzdem noch weiter nach vorne. Spannung im Bauch. Noch vier, drei, zwei, beide Arme gehen nochmal hoch und locker. Und nochmal Arme öffnen, schließen, öffnen, schließen. Bleib offen. Wir gehen hoch und tief einatmen und fallen lassen. Ganz, ganz locker. Auch der Kopf ist locker. Und wir gehen jetzt langsam Wirbel für Wirbel den Rücken hoch. Kopf ganz zuletzt. Schulter locker. Ja. Auch einzeln. Sehr gut. Danke, danke schön. Danke, Veronika. Haben wir gut gemacht. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast bei unserem Training. Wir haben uns gefreut. Wenn es dir gefallen hat, lass Daumen oben, abonniere den Kanal, dann verpasst du natürlich auch die nächsten Videos nicht. Wer weiß, was dann demnächst kommt. Vielleicht kommt wieder eine kleine Überraschung. Lass dich ein bisschen verzaubern. Ansonsten bleib gesund und munter und alles, alles Gute dir. Bis dann. Tschüss.